Hallo und schöne Grüße aus Brieske, einem Ortsteil bei Senftenberg. Hier zum Stellen auf der Grubestraße im Gewerbegebiet Brieske vor dem Autokorso durch Senftenberg. Wir haben den 8. Mai 2021. Es ist 9.42 Uhr. Ich sehe hier eine sehr entspannte Polizei bereits im Gespräch mit Ordnern bzw. mit der Versammlungsleitung. Menschen stehen auf, maskenfrei hier zu sehen. Das nächste Fahrzeug der brandenburgischen Polizei fuhr vorüber. Mal etwas anderes heute. Nicht so eine Sammelfläche, wie man sonst gewöhnt ist, sondern am Straßenrand entlang wird sich aufgestellt. Kinder wieder lachen sehen. Sehr schön. Es ist reichlich an Brandenburger Sicherheitskräften unterwegs. Nein zum Impfzwang. Gesunde Wahrheit macht uns stark. Sehr wahr. Ganz stark. Ein VW Beetle. Moin, moin. Moin. Hier haben wir noch eine feine Aufnahme. Klasse gemacht, ja. Ganz große Klasse. Juhu, Lockerung, kein Impfzwang für Normalität. Wir haben euch gewählt und ihr ruiniert unsere Existenz. Leider war so. Das ist eine meiner Hauptmotivationen, unterwegs zu sein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Grundrecht Artikel 1 Grundgesetz, sehr richtig. Überall sind die Leute einfallsreich und auf andere Art und Weise, wo man hinkommt, sehr interessant. So, da werden wir mal sehen, wer heute noch wird alles eintreffen hier. Es reihen sich noch Fahrzeuge ein. Ich spaziere jetzt mal nicht bis zum Ende mit. Den Fall dann in der Einweisung beginnt, beziehungsweise der Autokorso gestartet wird, möchte ich ja wieder am Fahrzeug sein. Hallo.
Schade. Ja, 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 aber ist, ist nicht reine Weg, Werbegag hier ist auf Sehstärke bei mir eingestellt. Ein bisschen Verlaufsdehnung. Wunderbare Fahne, jawohl. Wir fahren von Frieden, der Frieden ist für alle da. Sehr schön. Ja, das sieht jedenfalls hier ganz anders aus wie in Kamenz vorige Woche. Zum ersten Mal, das ist gewaltig. Das, in Kamenz. Deswegen bin ich heute hier, war der Christian auch ja da. Und hat mir das gesagt, sonst wüsste ich das gar nicht. Wie viel sind das immer bei Ihnen im Schnitt hier? Fahrzeuge, Teilnehmer, wissen Sie das? Von 70. Waren 70? Oh, vor Senftenberg. Das ist ordentlich, ordentlich. Über 100 schon. Der Anlass gibt es ja genug, noch dabei zu sein, ja. Aber mir kommt so leider so vor, auch manchmal auch in Großstädten, was man so sieht, es sind immer dieselben, aber es werden nicht mehr. Stagniert manchmal. Begreife ich nicht. Weil es noch so gut geht. Vielen, ja, hört man immer wieder. Alles Gute, schöne Fahrt, ne? Ja, danke. So, die Fahrzeuge werden noch geschmückt. Es reihen sich auch noch weitere ein. Begrüßen. Hallo. Wenn du mir Sachsen macht Faxen. Sachsen macht Faxen. Grüße, Grüße. Ich mache mal hier kurz Stopp. Oh, das reiht sich auf hier. Hier geht ja was los. Gewaltig. So weit spaziere ich jetzt nicht dahinter, wie die Menschen stehen. Wunderbar. Es rollen immer noch einige Fahrzeuge an. Und mittlerweile aufgereiht bis fast zum Ortseingang Senftenberg. Das ist ja gewaltig. Die Leute grüßen sich, kennen sich natürlich. Hier ist noch nichts weiter im Gange. Sieht noch nicht nach Eröffnung aus. Ja, 9.55 Uhr mittlerweile. Ich werde mal sehen, ob die Versammlungsauflagen verlesen werden und ob das die Leute überhaupt alle kennen, erfassen hier. Bis dahinter. Da, wenn Sie solche mit den Benimmregeln Zettel ausdehnen, da hätte ich noch gerne einen, ja. Ja, hier. Einen, weil ich dachte, es werden die Versammlungsauflagen verlesen, aber es ist ja fast gar nicht möglich hier, wie die Leute so weit bis Senftenberg stehen, ja. Vier Ordner werden noch gesucht. Ja, es richtet sich ja immer nach der Anzahl der Teilnehmer. Markus macht doch nicht. Er ist bei Oma und die kümmert sich schon. Darf ich mal kurz fragen, wann wird denn hier so immer gestartet im Schnitt? Halten die so die Zeit? Kurz nach 10, ja. Kurz nach 10, ja. Versammlungsauflagen können ja hier nicht verlesen werden. Die Menschen können ja gar nicht alle zusammenkommen, so viel wie das sind. Die, ach, dort ist der Eingang. Aus der, ja, ich komme von da. Aus Richtung Prieske. So hochinteressant, ne? So konnte ich gerade noch erfahren, als ich meine Handycam schon ausgeschalten hatte, dass war es vergangene Woche oder vor kurzem hier, ein junger Mensch der sogenannten Antifa ein Fahrzeug vor die Motorhaube gesprungen ist, wohl angefahren wurde dabei und die Polizei hinzugezogen werden musste. Also, naja, gibt leider überall noch solche Subjekte, die der Meinung sind, dass wir für Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung stehenden und friedlich demonstrierenden Menschen, die Unruhestifter sind, die Störer und nicht begreifen wollen,
dass die Grundrechte, der Frieden und die Freiheit für alle Menschen gleich da sind. Und wir auch für diese jungen Menschen, man sagt manchmal heute schon, die Merkel-Jugend, auch ihren Frieden haben sollen und wir für sie mit unterwegs sind. So, da warten wir mal ab. Es war zu erfahren, kurz nach 10 sollte es meistens starten hier. 10 Uhr und 2 Minuten. Grubenstraße in Senftenberg, Ortsteil Brieske. So, kurz vor dem Start. Es werden reichlich Fahrzeuge stehen, wirklich bis Senftenberg hinein. Und ich habe gerade erfahren, dass dieser Kurs so ungefähr 1,5 bis 2 Stunden gefahren wird mit 2 Runden durch Senftenberg.